Damit herzlich willkommen zu diesem Live-Let's Play zu Rise of the Tomb Raider. So, Paschi, da wirklich aufpassen, wenn gleich einer der Mods da ist. Wegen sowas ein bisschen aufpassen musste. Und ja, wir sind jetzt hier in jetzt habe ich es gerade mit den Worten. Rise of the Tomb Raider, dem nächsten Teil. Wenn du meinst, der Chat sieht schön aus, dann ja, musst du trotzdem auf die Mods aufpassen, wenn die. Wenn die. Die könnten das als Spam sehen. So, aber ich wollte mit euch jetzt direkt ein neues Spiel starten. Ich war jetzt gerade noch in dem Marktplatz drin, habe die ganzen Geschenke, die es von Square Enix gab, mir einmal geholt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Da kommt gleich bestimmt eine Zwischensequenz, wenn wir ein neues Spiel starten. So, obwohl, warte mal. Abenteurer, Tomb Raider, erfahrener. Wir bleiben hier, wir bleiben bei den Mittleren. So, im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Feinde haben normale Gesundheits- und Schadenswerte. Würde ich sagen, machen wir das. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Sorry, ich wollte jetzt nicht dazwischen quatschen, wenn wir da am Reden sind. Das ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Einen Moment, ich glaube, ich müsste hier auch mal die Untertitel reinpacken. Müsste, glaube ich, hier sein. So, oder? Ne, hier Untertitel. Einen Farbe, einen ohne Farbe. Machen wir so. Sprachchat immer an. Sprachchat? Weiß ich nicht, was das ist, aber so. Und jetzt noch einmal herzlich willkommen zu Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Und ja, Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. die müssen auch immer dazwischen quatschen. So, und es ist ja jetzt. Alles okay? Ich hab den Halt verloren. Geht schon. Es ist ja jetzt eine neue Sekundstelle, oder? Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da!
Ja, ist ja jetzt eine neue Synchronsprecherin. Ich glaube, das ist die sogar von Jennifer Lawrence aus. Die Synchronsprecherin, die deutsche Synchronsprecherin. Ich habe den Namen vergessen, wie die heißt. Ist ja jetzt nicht mehr dieselbe. Erfahrung mit der Flugzeug. Wenigstens hat Jona noch denselben Synchronsprecher. Ich fand's aber schade, dass hier jetzt die ersetzt wurde. Ich weiß, wie die Chancen stehen, aber laut dem alten Fährtenleser geht's zu ihnen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Es scheint stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. So. Und wo ist Jona? Kommt er? Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Das war knapp! So. Und so. Ich hoffe, Jona kommt hinterher. Worüber? Also da unten. Nein! Mist. Okay, ich schaffe das! Und hi, Freddy! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geb dir etwas Seil. So, passt das eigentlich von der Lautstärke oder ist doch ein bisschen zu laut? So, dann besser. Spielsound ist gut, aber mich? Oh,
hab dich! Ich hab dich! Lara! So besser? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Ihr seid gemein. Da drüben! Schnell! Stell mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Okay, das war... Jetzt aber... Jetzt! Nein! Jetzt! Lara, ich kann dich nicht halten! Das Seil rutscht! So, aber jetzt muss es klappen. Okay, jetzt müssen wir rennen. Auf einmal sind hier diese Stege. Und woher kommt das Flugzeug? Oder das Seil hier? Natürlich muss ich wieder hier rennen. Und so. Nochmal eine Frage. Ist die Videoqualität irgendwie auch gut in Ordnung so? Weil hier bei OBS, da hat es viel. Also stand jetzt nicht von übersprungenen Frames, aber sah für mich auch irgendwie gerade aus bei OBS, dass da irgendwie einiges übersprungen wurde oder so. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens. Und sonst muss sie das gleich alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Ein bisschen runterschalten oder so von der Auflösung. Aber ah, okay. Was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna... Dann könnte ich mir das nie verzeihen.
Natürlich wieder die Picke. Ella! Ich bin's! Ella! Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Und direkt in die Wüste. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Karte. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit. Genau, die Miliz. Ja, wo Lord André seinen Kampfhelikopter hat, wüsste ich auch gern. Er ist bestimmt aus magischem Erz gebaut. Ich muss aber, glaube ich, hier doch mal ein bisschen von der Grafik runtergehen. So, nee, ich benutze... hier mache ich mal alles auf Mittel, weil geht schon einiges hier verloren, sehe ich gerade, hier bei OBS. Vielleicht wäre das besser. Es muss hier sein. Ja, Innos macht alles möglich, genau. Aber was Gothic 3 angeht, ich sag mal so, jetzt wo ich es durch habe und wenn ich davon den zweiten Run mache. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Definitiv das heißt, Orks sollten oder. Der Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Also, Gothic 3, zweiter Run, definitiv Ork-Söldner oder Assassine.
Mist. Konnte ich nicht rechtzeitig, sorry. Muss ich vielleicht rausschneiden. Konnte ich jetzt nicht rechtzeitig stumm schalten. So, wo muss ich hin? Boah, es tut mir leid dafür. Irgendwas ist hier. Na, das Gothic 3 Ende habe ich damit eigentlich auch nicht wirklich gespoilert. Es waren ja so oder so von den Videos, die bisher draußen sind von Gothic 3 bei mir. War eigentlich an sich klar, dass ich das eine Ende eh nicht mehr machen konnte, weil ich ja Zuben erledigt hatte, oder nicht? Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Nee, hab ich gar nicht gesagt, Freddy. Ich hatte vorhin gesagt gehabt, so im zweiten Run werde ich definitiv, mich den, ich habe jetzt nicht gesagt, zu welchem Ende ich mich entscheiden werde. Ich habe jetzt nur gesagt, so, vom allgemeinen, Spielablauf. Bei einer russischen Gothic-Streamerin hast du gerade ein Abo bekommen, geschenkt, okay. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Ja, aber Freddy, ist es? Hier ist er. Sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Es ist doch bis jetzt auch bekannt, dass ich hauptsächlich dafür... die Orkstädte, also die belagerten Städte von Orks da befreit hatte. Und ich meinte damit ja jetzt, dass ich eher andersrum machen würde. Also beim zweiten Run. Mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Das war ja von mir gemeint. So, was ist das hier jetzt? Sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. So, Griechisch Level 1. Ich habe Griechisch gelernt, dann müsste ich jetzt das lesen können. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. So, haben wir eigentlich immer noch die Wunden aus dem ersten Teil von dieser Saga? Nö. Das sind halt alles nur noch die neuen Wunden. Ist aber auch schnell geheilt. Was haben wir hier? Eine alte Münze. Perfekt. Spielerwegweise. Markieren Sie ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweise. Bei Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt werden Spielerwegweise als blaue Lichtkegel angezeigt. So, aktuelles Ziel. Was haben wir da? Wandgemälde. Sonst nichts mehr. Okay, wo muss ich hin? Kann ich die Lampe auch wieder... Ah, da sehe ich schon. Apropos Wandgemälde. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Gibt's hier noch irgendwas? Kann ich... Noch keine Spur von dir. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Okay, gehen wir mal weiter dann. Ich hoffe, die Picke haben wir immer noch. Ein geheimer Eingang. Also so geheim sieht es auch nicht aus. Sowas sieht wieder cool aus. Wenn Dad das nur hätte sehen können.
Ah, okay. Das ist diesmal. Das wird... Haben wir hier auch den Elster-Blick? Also... Leuchten hier auch die Dinge auf? Oh nein, sie sind schon hier. Ich muss da rein. Vor allem eigentlich, wie hat man das hier nicht entdeckt? Natürlich geht hier auch wieder alles kaputt. Wir gehen entspannt. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ich mache heute ja auch nur, bis die Festplatte voll ist. Also 29 Stunden habe ich Zeit. Zumindest laut OBS 29 Stunden. Steht hier Datenträger voll. In ungefähr 29 Stunden. Yo. Jetzt habe ich auch ich mich erschrocken, weil ich jetzt genau in dem falschen Moment hingeguckt habe. Aber schön. Gemütlich. Komm ich weiter? Ja. Gab es einen Kampf, bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity Orden. So, was haben wir hier? Milde Gabe. Suchen Sie einen kleinen orangefarbenen ja, konnte ich jetzt nicht zu Ende lesen. Das sind Erfahrungspunkte, ja? Der Prophet ermordet durch den Trinity Orden. So, was haben wir hier? Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Okay, interessante Nachricht auf jeden Fall. Hast du uns getäuscht? Aber ja, okay, von... Damals waren die Leute ein bisschen enger mit Religion und Glauben und sowas verbunden. Verdammt, das war echt knapp. Okay, kann ich nicht. Ich dachte, ich hätte das auch noch kaputt schießen können. Bringt dieses Knicklick ab. Super, wieder in der Suppe. Ich
Und jetzt? Okay. Ui. Geht schon gut los hier. Ich glaube, in dem Teil werde ich öfters drauf gehen als im vorherigen Teil. Unglaublich. Okay, was gibt's denn hier zu finden? Gehen Sie bis zur obersten Etage der Hauptkammer. Hauptgrabkammer. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Okay, da geht auch immer wieder Wasser hoch und runter. Das Ding darf hoch und runter. So, gibt's hier sonst noch was? Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Wenn ich es anheben könnte. Ja, aber da kommt immer wieder ein bisschen Wasser rüber. So, jetzt können wir auch dahin, oder? So, hier haben wir was. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Oh, da vorne haben wir auch noch wieder was. Und? Was haben wir hier? Bestimmt eine Münze wieder. Haben wir irgendwas übersehen? Kann man das erkennen? Münzversteck ist da auch noch. Münzversteck, die haben wir alle. Die sind ausgegraut. Aber hier haben wir noch was. Da oben. Das nehmen wir auch noch mit. So. Was gibt's denn hier? Stachelfalle. Drücke, um zu springen. Verdammt. Sie sind fast drin.
Was ist damit? Herausforderung hängt sie höher. 1 von 7. Wie viel habe ich davon jetzt übersehen? Die zählen nicht dazu, okay. Das habe ich wenigstens gesehen. War hier was? Hi, Waifu. Alles klar? Den schicke ich schon mal runter. Da haben wir wieder was. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen, aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen und es wird endlich ein Grab werden. Irgendwie mit der Lautstärke von den Dialogen und so weiter hätten die vielleicht anders machen sollen. Weil Spiel ist extrem laut an manchen Stellen. Und dann noch hier die Dialoge aber. Teilweise richtig leise. Oh, hier haben wir Münzen. Das waren 2, das war ein ganzer Münzhaufen. Ja, super. Okay, so hätten wir hier hochgerannt. Gefunden. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Was mit seiner Hand? Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine.
keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Jawohl. Erstmal den ganzen Teppich sprengen. Kann ich die looten? Wie loote ich? Okay, da lang. Jonah! Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Sorry, dass ich gerade... Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Ja, sorry, dass ich gerade nicht so wirklich auf den Chat reagiere. Weil bei so Zwischensequenzen, da höre ich lieber gerne zu. Und will da nicht zwischenquatschen. Jonah.
Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. So schnell überzeugt. Nice. So. Wie es mir geht, momentan eigentlich soweit ganz gut. Sorry, dass ich ein bisschen still war. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich hoffe nur, jetzt quatsch ich nicht mehr so. Ich muss Schutz suchen. So, jetzt kann ich hoffentlich ein bisschen mehr auf euch jetzt reagieren. Ja, bei so Story-Games ist es halt schwierig, wenn die da viel am Labern sind, auf den Chat da zu reagieren, da irgendwie zu antworten oder so, wenn Zwischensequenzen kommen und so. Wenn es aber eher so entspannte Games sind, sowas Aufbau- oder Strategiespiele, kann man viel, viel mehr auf den Chat eingehen. Ich muss mich bewegen. Ja. Weil bei so Story Games da. Du schaffst es. Mach schon. Da will man einfach nicht als Streamer oder YouTuber hier einfach dazwischen quatschen. Ein altes Camp. So, das hier? Okay. Jetzt Feuer machen. So, Feuer machen. Sammeln Sie Material für Feuer und einen Unterschlupf. Ey, kein böses Wort gegen Paschi, ja? Das ist ein guter Kollege von mir. Ein sehr guter Kollege. Ich brauche Material für einen Unterschlupf. Ja, ich weiß, ich brauche Material. Da vorne sind Äste. Okay. Vielleicht muss ich das erstmal machen. Okay, da kommen jetzt Wölfe. Zurück zum Camp. Jetzt mache ich mir Sorgen wegen den Wölfen. Los, verdammt. Ja,
Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Natürlich erstmal einen Bogen bauen. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Alternativ. Schmerzlos, nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren, er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. So, darf ich jetzt vorlesen? Danke. Okay. So. Alternative Outfits. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für ihr Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Wechseln Sie Outfits in Basislagern, indem Sie im Waffenmenü auf die Kleidungskategorie zugreifen. So, Bogen können wir erst einmal verbessern. Wir können nur das hier erstmal machen, die anderen noch nicht. Da fehlten uns Materialien. Machen wir das. So, was haben wir hier? Kletteraxt. Können wir auch noch nichts machen. Und hier, Waffenwechsel. Im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen desselben Typs wechseln. Jede Waffe verfügt über einzigartige Statistiken und Upgrades, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Waifu, was Beziehungstipps und so weiter angehen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da kann ich sehr, sehr schlecht was zu sagen, so zu helfen. So, was haben wir hier für Outfits jetzt erst einmal? Was ist das hier? Gucken wir uns mal an. Speerbär. Sieht cool aus. Alpha-Raubtier. Nachtschatten hätten wir. Was ist das? Unsterblicher Wächter. Oh, das sieht cool aus. So eine Ritterrüstung. Bastion der Hoffnung. Sieht auch nicht schlecht aus. Antike Vorhut. Was haben wir hier? Das ist auch alles sehr mittelalterlich. Schattenläufer. Da muss ich sofort an Gothic denken. Sibirischer Waldhüter. Hier haben wir die Lederjacke. Expeditionsjacke. Okay, das ist dasselbe wie gerade eben. Dann haben wir hier Whiteout-Jacke. Blaues Handy-Shirt. In dem Outfit werden wir hier definitiv nicht rumlaufen. Das ist viel zu frisch. Geistweber. Pionier. Heldenhafter Forscher. Und Antarktis-Outfit. Antarktis-Outfit und trotzdem Ausschnitt. Okay, nee. Aber ich fand unsterblichen Wächter irgendwie richtig krass. Outfit-Bonus reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Wir laufen in der Ritterrüstung mal rum. Echt aus der Vergangenheit. Blutsbande freigeschaltet. Die Inhalte zum Herunterladen Blutsbande wurden freigeschaltet und können jetzt über das Hauptmenü geöffnet werden. Ey, ich feiere das gerade in so einem Ritter-Outfit hier unterwegs zu sein. So, aber ich würde eine kleine Unterbrechung eben machen.